im Labortrakt Gamma. Das Neutronenreinigungssystem ist betriebsbereit, wurde aber noch nicht scharf geschaltet. Okay, aktiviert das Ding bitte. Ich brauche Informationen über die Neutronenreinigung. Die Neutronenreinigung ist ein Absicherungssystem innerhalb des Isolationsbereichs. Im Falle eines unwiederbringlichen Eindämmungsverlustes wird es eingesetzt, um die Situation zu klären. Aha. Was genau macht dieses Ding? Die Reinigung ist eine Neutronenexplosionswaffe. Zwei Einheiten spaltbarer Materialien werden zusammengeführt, um eine kritische Masse zu formen. Ein Großteil der Energie wird in Hochgeschwindigkeitsneutronen umgewandelt. Die radioaktive Strahlung tötet sofort jede uns bekannte Lebensform innerhalb von 500 Metern. Oh. Wir sollten besser keine der Steuerungen anfassen, ohne die Anleitung gelesen zu haben. Das ist ratsam für alle Systeme innerhalb dieser Einrichtung. Okay. Aktiviere die Neutronenreinigung. Das kann ich leider nicht ohne einen entsprechenden Autorisierungscode. Wo bekomme ich den her? Wer könnte diese Codes haben? Verwaltungsleiter Jaroslav Tartakovsky oder jeder andere Verantwortliche von Binhex. Ja gut. Wir rücken weiter vor. Wir rücken weiter vor. Tolle Aussage, Shepard. Freundchen, du hast vergessen, mir den Code zu sagen. Ich fühle mich gerade nicht so gut. Mir ist dieses Reinigungssystem. Es erzeugt Explosionen aus Neutronenstrahlung. Ja, dann sag mir. Wie aktivieren wir die Reinigung? Die Sicherheitssteuerung ist in der Nähe. Sie müssen nur den Schlüssel einstecken. Dann gebe ich Mira den Befehl. Oh, Scheiße. Dem ich jetzt auch zurück. Tja, der Typ ist leider verstorben. Mitten reingebohrt. Bäh. Ich muss mal gut zum Zirkulieren bringen. Suchen Sie mir was zum Tee. Mach dir mal keine Sorge, Vex. Du hast gleich genügend, was du umlegen kannst. Falls ich nicht so schnell rausrenne. Online. Start bitte. Das kann ich leider nicht ohne einen entsprechenden Autorisierungscode. So. Der Code lautet 875-020-079. Code Omega. Lokale Ausführung. Bestätigt. Code Omega wird in 120 Sekunden ausgeführt. Dann machen wir uns auf den Weg. Durchkämpfen. Ein paar Lecks zum Abschluss. Alter, komm auf die Minikarte. Durchrennen, los, aus dem Weg. Weg da. Lex, komm doch. Geschafft. Ach, Yara, sie kommt gleich wieder. Sie spawnt gleich einfach wieder. Echt praktisch. Stufenaufstieg. Ja, Also, eigentlich sollte sie wieder spawnen. Yara kann im ersten Mass Effect nicht sterben. Also nicht so richtig sterben. Sekunde. So, ich habe ja alles erledigt, also bin ich weg vom Planeten. Tschüss. Na, da ist sie ja wieder. Wie geht es jetzt weiter, Commander? Fliegen wir zum Mu-Portal? Immer mit der Ruhe. Das Mu-Portal ist mit dutzenden Systemen verbunden. Solange wir nicht genau wissen, wo Saren ist, verschwenden wir nur Zeit.
Der Commander hat recht. Wir können nicht einfach blind loslegen. Wir müssen noch mehr über Saren erfahren. Seit wann haben Sie hier etwas zu sagen? Hat unser Commander das Kommando abgegeben, als ich nicht aufgepasst habe? Aber schon ruhig bleiben. Wir arbeiten alle zusammen als Team hier, Williams. Sie versucht nur zu helfen. Tut mir leid, Commander. Schon in Ordnung. Das ist keine einfache Mission. Wir sind alle überarbeitet. Wir müssen uns jetzt alle etwas ausruhen. Für den Augenblick alle wegtreten. Der Bericht über Noveria ist rausgegangen, Commander. Soll ich sie zum Rat durchstellen? Ja, kannst du machen. Ich find's aber ein bisschen schade, dass diese kleine Ratssitzung nicht ein bisschen mehr Inhalt hat. Ich meine, da könnt ihr etwas mehr reden. Stellen Sie die Verbindung her, Joker. Ich baue den Link jetzt auf, Commander. Sehr schön. Können wir davon ausgehen, dass Ihr Bericht präzise ist, Commander? Sie haben Rachni auf Noveria vorgefunden? Ja. Sie haben die Königin davon kommen lassen. Haben Sie eigentlich irgendeine Vorstellung von den Konsequenzen? Wissen Sie, wie viele Generationen es dauern wird, bis Sie die Galaxie überrennen? Darf ich mal raten? Diese Königin ist anders. Sie versteht, warum ihr Volk das letzte Mal ausgelöscht werden musste. Ich hoffe, dass Sie recht haben, Shepard. Wenn nicht, dann werden unsere Kinder den Preis dafür bezahlen. Wir warten dann auf Ihren nächsten Bericht, Commander. Ja. Mehr zu sagen haben die nicht. So, ich habe eine Aue geschafft. Ich rede jetzt ein bisschen mit der Crew. Da habe ich die Folgen heute alle geschafft. Hi. Ich bin froh, dass Noveria hinter uns liegt. Ich weiß gar nicht, was übler war. Die Kälte oder diese Unternehmen? Man friert sich dort die Eier ab oder kriegt sie gleich als unfreiwillige Organspende abgeschnitten. Bei allem Respekt, Commander. Ja. Ich muss gehen. Ich muss gehen. Shepards Lieblingssatz. Ich muss gehen. Nun gut. Reden wir doch mal mit Liara. Oder mit ein bisschen mit Ashley. Muss mit unserer Beziehung ein bisschen pflegen. Ich meine, es ist ein paar Wochen her, als ich hier gespielt habe. Ich bin ja erst noch mit Kaido drüben. Hey. Die ist echt warm. Jedes Mal, wenn ich ankomme, reibst du die Hand an die Schnüren. Brauchen Sie was, Commander? Input. Ich versuche nur zu verstehen, was die Mannschaft vorhat. Vorschläge? Ich hätte nicht gedacht, dass Sie bei all dem noch Zeit zum Reden haben. Es sind doch sicher Berichte zu schreiben. Über die Rachni und Anoles. Anoles, wie war das denn mal? Der Name ist wie geläufig, aber fällt mir gerade nicht ein. Der Papierkram läuft nicht weg. Haben Sie was auf dem Herzen? Ich suche nur nach einem offenen Ohr. Die Nachbesprechung war nicht der richtige Ort, um zu sagen, wie lächerlich das ist. Scheinbar ist jede Rasse der Galaxis mit ihren eigenen Problemen beschäftigt. Sie wollen nicht sehen, was ihnen bevorsteht. Mhm. Wollen Sie glauben, alles sei in bester Ordnung? Klingt sehr menschlich für mich. Ja. Ich schätze, einige Dinge werden problemlos von Spezies zu Spezies weitergegeben. Yep. Ich sollte das nach dem, was Vernus zugestoßen ist, lieber nicht vergessen. Ich denke, dass Sie sauer sind wegen der Prügel, die Sie von Vernus erhalten haben. Bevor ich Vernus traf, wusste ich genauso viel wie jeder andere Zivilist. Aliens waren seltsam, überlegen und versuchten uns vorzuschreiben, was wir zu tun haben. Seit dem ersten Kontakt sind ja auch erst 26 Jahre vergangen. Das ist nicht gerade viel Zeit, sie zu verstehen. Das stimmt. Es war Vernus, der mir gezeigt hat, wie menschlich Aliens sind. Sie sind nicht anders oder besonders. Es sind Trottel und Heilige, genau wie wir. Himmel, als ich endlich meine Rache bekam, wollte ich sie nicht mal mehr. Normalerweise sind sie nicht so reizbar. Was war letztendlich passiert? Er hat Rana verletzt, ihr den Arm gebrochen. Sie griff nach einem Glas Wasser, anstatt es biotisch zu sich heranzuziehen. Sie wollte einfach nur was zu trinken haben, ohne Nasenbluten zu bekommen. Und ich stand auf, wie ein Idiot. Ich wusste eigentlich gar nicht, was genau ich dann tun wollte. Nur irgendwas. Und Vernus verlor die Nerven. Er prügelte mich halb tot. Und dabei schrie er immer wieder, dass sie uns in die Steinzeit zurückbomben hätten sollen. Und in dem Moment kam das Messer ins Spiel. Ein Militärmesser. Direkt in mein Gesicht. Oh. Ich rastete völlig aus und trat ihm mit meinen biotischen Kräften voll in die Zähne. Fast so fest, wie ich es jetzt könnte. Und mit 17 soll das schon was heißen. Ja. Sie haben eine Frau beschützt, die ihnen am Herzen lag. Das ist doch was Gutes.
Vielleicht waren meine Intentionen gut, aber ich habe die Kontrolle verloren. Ich habe ihn getötet, Shepard. Der Tritt brach ihm das Genick. Sie hätten ihn vielleicht retten können, wenn sie ihn schnell genug ins Krankenhaus gebracht hätten. Aber das taten sie nicht. Sein Rücktransport sorgte für großes Aufsehen. Das BAAT-Training wurde eingestellt. Kinetics war einige Jahre später am Ende. Also ja, wahrscheinlich hasste ich diesen Turianer. Ich meine, wenn ein Arschloch reichen würde, eine ganze Rasse zu beurteilen, dann müsste ich auch die Menschen hassen. Hm? Vernünftige Einstellung. Behalten Sie einen kühlen Kopf, dann werden wir prima klarkommen. Vernünftig zu bleiben ist ungefähr alles, was uns geblieben ist. Jeder andere in der Galaxis scheint den Verstand verloren zu haben. Anwesende natürlich ausgenommen. Okay. Machen Sie was, Commander? Das ist die taktische Einschätzung. Was denken Sie über die letzte Mission? Die Ermordung von Sarens. Was war Benesia eigentlich? Stellvertreterin? Beraterin? So oder so, es sollte ihn ein wenig zurückwerfen. Aber ich bin mir sicher, dass sich Dr. Zoni elend fühlen muss. Die Arme. Die eigene Mutter töten zu müssen. Mhm. Was denken Sie über die Rachni? Ganz unter uns? Wenn wir die Wahl gehabt hätten, hätte ich es ganz schnell dem Rat überlassen. Wir waren während des Rachni-Krieges nicht hier. Ich bin mir nicht sicher, ob wir uns einmischen sollten. An sich eine gute Einwände, aber sie könnten die Urteilsvermögen trügen durch die Erfahrung, die sie gemacht haben. Und für einen Neuanfang könnte die Entscheidung, beziehungsweise die Erfahrung, die sie in der Vergangenheit gemacht haben, ihr Urteilsvermögen trügen. Also sind gewisserweise auch Neulinge wie die Menschheit vielleicht auch gut darin, Sachen zu erkennen. Okay, danke für das Gespräch. Wir reden ein andermal, Lieutenant. Commander. Ah, nun gut, ich sehe gerade, die Zeit reicht nicht mehr wirklich mit Liara zu sprechen. Dann würde ich sagen, speichern mal. Dann will ich mal mit Liara und Ashley reden. In der nächsten Folge. Und ich bedanke mich für alle, die bisher zugeschaut haben. Ich bedanke mich und auf Wiedersehen. Ciao.